Alter, was geht ab, Leute? Komm hier. Inzwischen müsste es jeder mitbekommen haben. Falls nicht, ich sag's nochmal: Event wurde endlich angekündigt. Ich wurde so oft danach gefragt und es ist genau das, was wir dachten: Doppel-EP zu Thanksgiving. Bisschen anders als im letzten Jahr. Sogar ganz anders. Coole Sachen. Denke ich mal, haben sie sich ausgedacht. Also, es klingt eigentlich ganz cool. Und zwar seit gestern Abend fängt so eine Phase an, wo Spieler, also wir, so viel wie möglich fangen müssen und ausgehend davon werden. So wie beim Jahrestagsevent, das eigentlich doppelt alles war, weil alles freigeschaltet wurde. Also genau wie da werden verschiedene Sachen freigeschaltet. Und die werden, das war am Anfang nicht ganz klar, aber der Kollege Spieletrend hat das geklärt. Und zwar werden die direkt danach freigeschaltet und aktiv sein. Sprich, bei 500 Millionen Fängen werden Logmodule 6 Stunden halten. Das gab es schon sehr lange nicht mehr. Ich will nichts Falsches sagen, aber das letzte Event mit 6 Stunden Modul war Valentinstag-Event, kann das sein? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Dann Doppel-EP natürlich und erhöhte Spawns. Das gab es ja auch beim Jahrestagsevent, da hieß es Chance Encounter oder so in der Art. Und wir wussten alle nicht, was das genau ist als Bonus. Und jetzt wissen wir es, mehr Spawns. Was echt cool war, und es kann sich auch summieren und häufen, und die EP von diesen erhöhten Spawn-Rates sollte man nicht unterschätzen. Und dann bei 1,5 Milliarden gefangenen Pokémon kommt zusätzlich noch Doppelstaub. Doppel-EP und Doppelstaub. Saftiger geht's nicht. Und dann bei 3 Milliarden gibt es halt Progenta überall. Außer in Asien, da kommt dann Kangama. Sprich, für uns dann Jagd auf 100% Progenta. Mal schauen, ob Philipp das hinbekommt. Wir haben ja die Purge Night im Dezember geplant, Anfang Dezember. Und es wäre eine Woche vorher, glaube ich, ungefähr, circa. Sprich, ich weiß nicht, ob er die Bots bereit hat für sowas, ob er die da losschicken will, schon verbrochen will, weil das Event ist ja geplant. Er kann nicht einfach die Ressourcen vom Event dafür verwenden. Also schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Jagd auf 100% Progenta, ja, nein. Und das Allerkrasseste ist halt, dass nachdem diese Sachen freigeschaltet werden, die bis zum 1. Dezember aktiv sind. Kangama und Progenta, also für uns Progenta, sind 48 Stunden, nachdem sie freigeschaltet werden. Also nachdem wir die 3 Milliarden Pokémon gefangen haben, wird es aktiviert und Progenta ist dann für 48 Stunden da. Aber die Doppel-EP und Doppel-Sternstaub-Bonis sind bis zum 1. Dezember. Sprich, sagen wir, okay, heute nicht, aber vielleicht heute Abend sogar schon, aber sagen wir ungefähr morgen, wird Doppel-EP bereits freigeschaltet. Das heißt, dass fast 2 Wochen lang Doppel-EP-Event ist, was abnormal ist. Und ihr wisst, ich habe mir vorgenommen, richtig hart zu grinden während der Zeit. Eine Woche ist machbar, aber alles über eine Woche ist so brutal einfach. Also schauen wir mal, wie das abläuft. Ich bin gespannt, wann Doppel-EP startet. Ich bin auf jeden Fall bereit. Ich habe, wie gesagt, ein paar verschiedene Ziele. Also eigentlich nur ein Ziel, so viel EP wie möglich. Habe ich in den Streams angekündigt und gesagt, und nicht jeder schaut den Stream. Deswegen mache ich morgen wahrscheinlich noch eine kurze Ankündigung, eine Challenge. Habe ich mir so überlegt, an alle einfach so zum Spaß einfach, wie viel EP. Ich werde das alles auch dokumentieren. Mit wie viel EP fange ich an, und habe mir so gedacht, ja, wie viel Geld werde ich ausgeben. All das werde ich dokumentieren. Wie viele Raids werde ich machen, vielleicht auch wie viele Pokémon ich fangen werde. Wie viele Stops ich drehen werde in der Zeit. Wie viele Stunden ich zocken werde. Und halt, wie viel EP ich machen werde, wie viel Geld ich ausgeben werde. Sowas werde ich alles dokumentieren. Videotechnisch wird da vlogmäßig und sowas, also eher wenig kommen. Eher so eine, wie nennt man das? Ja, so tägliches Update, wie es mir geht, wie viel EP ich gemacht habe, so ein Punktestand und sowas, Zwischenstand. Und dann am Ende vielleicht noch ein paar Sachen, die ich aufgenommen habe. Auf jeden Fall will ich weniger filmen und mich echt richtig hart konzentrieren auf EPs machen. Und es wird ja auch das erste Event sein, wo ich richtig reincashen werde. Also mal schauen, wie es da ablaufen wird. Ich bin echt gespannt. Dementsprechend heute, also ich hatte eigentlich für morgen einen Livestream geplant, aber ab morgen könnte Doppel-EP bereits aktiv sein. Sprich, ich mache das lieber heute Abend. Heute Abend Livestream, kommt vorbei, schaut vorbei. Wir chillen, begehen ein paar Sachen, unsere Ziele, Pläne fürs Event, schauen uns die Ressourcen an und all dies, das. Und noch ein Punkt, den ich ansprechen wollte, den ich interessant fand, weil viele darüber geredet haben. Und meine Frage an euch: Denkt ihr, dass Niantic das, oh, wie nennt man das, gefixt hat, heißt es auf Englisch, also dass die Wahl, also nicht die Wahl, aber dass die Ergebnisse manipuliert sind? Weil wie beim Chicago-Event, man hat gesehen, dass sie die Zahlen manuell eingegeben haben. Und manche denken sich halt, egal was passiert, es wird jeder Bonus freigeschaltet. Und egal was passiert, egal wie viel man spielt, Progenta, also der letzte Bonus wird auf jeden Fall freigeschaltet und Progenta wird auf jeden Fall zu uns kommen. Das würde mich echt interessieren, was eure Meinung dazu ist. Denkt ihr, Niantic hat das manipuliert? Und egal was passiert, es wird auf jeden Fall freigeschaltet. Oder denkt ihr, man muss echt, also die Leistung wird echt gezählt? Das würde mich echt auf jeden Fall interessieren. Ansonsten, wie gesagt,
morgen eine große Ankündigung, Challenge, die Herausforderung an alle. Später heute Abend noch ein Livestream, bevor das Event losgeht. Und danach geht es nur noch an Suchten. Keine Videos, kaum Videos. Aber euch wünsche ich viel Spaß, viel Glück beim Event. So viele haben danach gefragt, so viele haben sich darauf gefreut. Jetzt ist es soweit. Los geht's, Leute. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Geht raus suchten. Nicht jetzt sofort, aber wenn Doppel-EP kommt. Vergesst nicht, Pokémon ist just Business.